Die Verkehrsbüro Group hat im Geschäftsjahr 2017 ihren positiven Kurs fortgesetzt und ein sehr gutes Ergebnis ausgewiesen. Zu unserem 100-jährigen Jubiläum verzeichneten wir beim Konzernumsatz ein Plus von 9,3% auf 951 Millionen Euro. Das EBT konnten wir im Konzern um rund 31% auf 20,2 Millionen Euro steigern. Damit konnten wir unsere führende Position in allen Geschäftsbereichen gegenüber dem Vorjahr weiter ausbauen. Im Bereich Reisebüros sind wir mit 108 Reisebüros der Marke Roefer die Nummer 1 in Österreich. Mit einem Umsatz von 306,5 Millionen Euro und damit einem Plus von 8,2% verzeichneten unsere Reisebüros eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre ihrer Geschichte. 309.000 Kunden haben im vergangenen Jahr bei uns gebucht. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Wir können auch von einer Renaissance des Reisebüros sprechen. Unsere Kunden schätzen die Sicherheit bei der Reisebuchung und die kompetente Beratung durch Reiseexperten. Als größter Direktreiseveranstalter Österreichs und führende Incoming-Agentur Mitteleuropas vermarktet Eurotours mit 350 Tourismusprofis weltweit immer neue touristische Angebote und deckt dabei alle Formen des organisierten Reisens ab. Der Gesamtumsatz dieser Geschäftsaktivitäten belief sich 2017 auf 343,7 Millionen Euro, einem Plus von 10,3% gegenüber dem Vorjahr. Eurotours arbeitet derzeit mit 1.900 Geschäftskunden in 70 Ländern, 2.500 Hotelpartnern und 4.000 Tourismusunternehmen weltweit. Mit den Marken Verkehrsbüro Business Travel und AX Travel Management hat sich die Verkehrsbüro Group als einziger Vollsortimenter bei Geschäftsreisen in Österreich etabliert. Das deutliche Umsatzplus von 10,3% auf 182,5 Millionen Euro in 2017 resultierte aus der erfolgreichen Neukundengewinnung. Zudem fiel der Startschuss für die neue Dachmarke Verkehrsbüro Mais Services, unter der die gesamte Organisation von Meetings, Incentives, Kongressen und Events gebündelt ist. Die Austria Trend Hotels konnten sich 2017 mit einem Umsatzplus von 4,7% auf 155,6 Millionen Euro als klarer Marktführer behaupten. Der Fokus unserer 28 Häuser in Österreich, Slowenien und der Slowakei liegt auf der Stadthotellerie. Mit unserem Neuzugang Courtyard by Marriott Wien Schönbrunn setzen wir zum einen weiter auf den Mikromarkt Schönbrunn sowie zum anderen auf eine klare Expansionsstrategie. Geplant ist die Übernahme weiterer Standorte in Österreich sowie im angrenzenden Ausland. Hierbei halten wir sowohl nach einzelnen Standorten wie auch nach Hotelportfolios Ausschau. Im Bereich Palais Events und Café Zentral konnten wir unsere attraktive Position am Wiener Event Location Markt behaupten und zahlreiche prominente Veranstaltungen erfolgreich umsetzen. Im Café Zentral haben wir erstmals die Marke von über einer halben Million Gäste geknackt. Was uns besonders freut, ist die Tatsache, dass wir auch als Lehrbetrieb des Jahres ausgezeichnet wurden. Die Verkehrsbüro Group steht für Verlässlichkeit und Erfolg im Tourismus. Wir wirtschaften in allen Geschäftsbereichen ausgezeichnete Ergebnisse und setzen seit inzwischen 101 Jahren in der Branche nachhaltige Akzente. Als größter Tourismuskonzern Österreichs verfügen wir über eine exzellente Kapitalausstattung und Bonität. Die Eigenkapitalausstattung entwickelte sich 2017 mit einem Plus von 6,5% auf 87,5 Millionen Euro ebenso positiv wie die Eigenkapitalrendite mit 23,1%. Das ist ein wichtiges Zeichen für Stabilität für unsere Kunden und Geschäftspartner. Nach wirtschaftlich herausfordernden Jahren haben wir auf einer wirtschaftlich ausgezeichneten Basis die Weichen für die Zukunft gestellt. Und diese sieht sehr vielversprechend aus. Die Aussichten für 2018 sind absolut positiv, in vielerlei Hinsicht. Externe Faktoren wie die anhaltend hohe Reiselust und die gute Konjunktur nutzen wir nun geschickt, um uns zukunftsfit zu machen. Wir haben bereits zahlreiche Initiativen zur Digitalisierung und Serviceoptimierung mit absolutem Kundenfokus gesetzt und sehen hier erste Resultate. Weiter setzen wir auf Qualität in allen Bereichen. Das Reisebüro der Zukunft wird noch intensiver die Verschränkung von Offline und Online, Beratung und Kompetenz zeigen. Immer mit dem Faktor Mensch im Mittelpunkt. Qualität steht auch im absoluten Fokus der Weiterentwicklung der Hotellerie. Auch hier ist der Mensch im Mittelpunkt. Mit unserer 5-Jahres-Strategieplanung für alle Geschäftsbereiche und die Verkehrsbüro Group gehen wir noch im ersten Halbjahr 2018 in die Ausrollung
und haben somit eine ideale Roadmap auf unserem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Wir sind die Nummer 1 in Österreich. Wir sind Gastgeber und Touristiker mit Herz und Verstand. Und wir werden unsere Position nutzen, der heimischen Tourismusbranche in Zukunft klare Impulse zu geben und wirklich zu wachsen. Wir wollen zudem zeigen, welchen besonderen Stellenwert und welche Vielfalt an Möglichkeiten der Tourismus in Österreich hat und für Österreich bieten kann. Das spiegelt sich auch in unserem Recruiting wider. Wir machen klar, dass wir für ganz besondere Jobs auch ganz besondere Menschen suchen. Nämlich solche, denen es wichtig ist, besondere Leistungen zu erbringen, und zwar für jeden einzelnen Kunden und Gast, der mit uns verreisen will, der bei uns nächtigt oder eine Veranstaltung organisiert. Eine weitere Herausforderung ist sicherlich das Thema Digitalisierung. Wir leben einfach in einer immer technologieaffineren Zeit. Wir sehen auch hier zahlreiche Chancen und Möglichkeiten, Prozesse neu zu denken und in Zukunft mit dem ein oder anderen technologischen Highlight zu überraschen. Was dabei aber von entscheidender Bedeutung ist: Wir haben immer unseren Kunden im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Die Kunden sagen uns, was sie gerne wollen und brauchen. Wir müssen hier achtsam hinhören. Wovon wir aber überzeugt sind, ist die Tatsache, dass wir durch und durch ein People's Business sind. Und das freundliche Lächeln an der Rezeption wird weiterhin sehr menschlich bleiben.